Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Klaus Pegatzky und ich bin Professor für öffentliches Wirtschaftsrecht, Regulierungsrecht und Europarecht an der German Graduate School of Management and Law, der GGS in Heilbronn. Nach vielen Jahren, die ich ausschließlich in der anwaltlichen Praxis tätig war, beschäftige ich mich nun auch an der GGS wissenschaftlich intensiv mit Fragen des Währungsrechts und der Staatsschuldenkrise. Dabei zeigt sich schnell, dass währungsrechtliche Fragen stets auch politische Fragen sind. Das Thema der folgenden Ausführungen lautet daher die Staatsschuldenkrise zwischen Recht und Politik. Ein Artikel für die FAZ leitete ich kürzlich in Bezug auf den immer noch möglichen Grexit mit dem Hinweis ein, dass das Recht hier an seine Grenze gelange. Wie ist das zu verstehen? Ein Leserbrief vermutete, dass auf diese Weise rechtsfreie Räume geschaffen werden sollten. Bedeutet dies in der Konsequenz, dass die Frage der fortwährenden Zugehörigkeit eines Staates zur Eurozone nicht nach rechtlichen, sondern in erster Linie anhand politischer Maßstäbe und entsprechender Machtverhältnisse zu beurteilen ist? Mitnichten. Zwar sieht in der Tat das Unionsrecht den Austritt eines Staates aus der Eurozone nicht ausdrücklich vor. Im Falle eines allgemeinen Konsenses der Mitgliedstaaten der Europäischen Union wäre es aber ohne weiteres möglich, im Wege einer Änderung der Verträge, also des Primärrechts, den Austritt eines Staates aus der Eurozone zu beschließen. Darüber hinaus ließe sich nach meiner Einschätzung sogar unter bestimmten Umständen der Ausschluss eines Staates aus der Eurozone nach den allgemeinen Regeln des Völkervertragsrechts begründen. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass ein solcher Ausschluss ausnahmslos von allen übrigen Staaten der Eurozone getragen wird. Und hier kommen wir zu der politischen Grenze dieser rechtlichen Argumentation. In der fortwährenden Auseinandersetzung über das Für und Wider eines möglichen Grexit stünde nämlich kaum zu erwarten, dass Staaten wie Spanien, Italien oder Portugal für den Ausschluss eines anderen Krisenstaates aus der Währungsunion stimmen würden. Viel zu groß wäre vermutlich deren Sorge, bei einer nicht auszuschließenden Verschlechterung der eigenen wirtschaftlichen Situation als nächster Ausschlusskandidat gehandelt zu werden. Nicht wenige Staaten werden daher mutmaßlich praktisch politisch alles tun, um einen Präzedenzfall in diesem Zusammenhang zu vermeiden. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob das mögliche Recht eines Mitglieds der Eurozone, einen entsprechenden Antrag beim EuGH zu stellen, nicht bereits verwirkt wäre. Zumindest der Umstand, dass Griechenland bei seinem Beitritt zur Eurozone die seinerzeit geltenden rechtlichen Anforderungen in keiner Weise erfüllte, waren ja der Kommission, der deutschen Bundesregierung und vielen anderen europäischen Staaten bekannt. Dieser Umstand mag letztlich dazu beigetragen haben, dass bei der Erzielung des jüngsten Griechenland-Kompromisses die rechtliche Debatte kaum geführt worden ist und das Feld weitgehend der politischen Debatte überlassen worden ist. Schauen wir aber auch auf die andere, die primär rechtlich determinierte Seite. Die laufende Auseinandersetzung zwischen dem EuGH und dem Bundesverfassungsgericht über die Zulässigkeit des Ankaufs von Staatsanleihen europäischer Staaten durch die EZB im Rahmen des sogenannten OMT-Programms scheint tatsächlich eine rein rechtliche zu sein. Auch dieser Eindruck täuscht allerdings ganz erheblich. Ausgangspunkt war hier zunächst eine Verfassungsbeschwerde gegen das OMT-Programm der EZB, die das Bundesverfassungsgericht dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt hatte, nicht ohne diesem allerdings eine ganze Reihe von sehr konkreten Maßgaben rechtlicher Natur mit auf den Weg zu geben. Ein bislang einmaliger Vorgang in der Rechtsgeschichte. Der EuGH ist dem Bundesverfassungsgericht in wesentlichen Aspekten nicht gefolgt. Er hat vielmehr, anders als das Bundesverfassungsgericht, die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen der EZB angenommen. Nunmehr muss wieder das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der zunächst ausgesetzten Verfassungsbeschwerde selbst entscheiden und sehen, wie es aus der selbstgegrabenen Grube wieder herauskommt. War aber der EuGH bislang ohnehin schon dafür bekannt, als Motor der Integration die rechtlichen Kriterien des Unionsrechts oftmals nach seinen eigenen, nicht selten politischen Vorstellungen auszulegen, zeigt sich diesmal das Bundesverfassungsgericht als politischer Akteur erster Ordnung. Dies erstand jedoch nur zum Teil, da schon in der Vergangenheit in keinem anderen Bereich der politische Geltungsanspruch des Gerichts so groß und so offenbar war wie in dem der europäischen Integration. Das OMT-Verfahren
könnte nun allerdings als Verfahren der Dammbrüche in die Rechtsgeschichte eingehen. Prozessuale wie materiell-rechtliche Kriterien werden bis an ihre Grenze und darüber hinaus gedehnt, um zu dem aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts richtigen Ergebnis zu gelangen. Dabei zeigt sich, wie sehr rechtliche Kriterien auch einer eigenen politischen Wertung zugänglich sind, zumal dann, wenn der Rechtsinterpret, wie hier das Bundesverfassungsgericht, es selbst in der Hand hat, die Kriterien nach eigener Wahl zu gestalten. Das Gericht tritt hier nicht nur in Konkurrenz zu EuGH und EZB, sondern insbesondere auch zur Bundesregierung und zum Deutschen Bundestag, ohne allerdings in diesem Zusammenhang über ein entsprechendes Mandat zu verfügen. Insgesamt zeigt sich anhand dieser beiden Beispiele, dass Recht und Politik in einem ständigen Spannungsverhältnis zueinander stehen. Scheinbar rein politische Auseinandersetzungen, wie jene über den Grexit, verlaufen vor dem Hintergrund rechtlicher Spielregeln. Andererseits zeigen sich rechtliche Kontroversen, zumal auf der Ebene der Verfassungsgerichte, nur in der Theorie frei von politischer Einflussnahme und Gestaltung durch die Gerichte. Je mehr dies transparent gemacht wird, desto eher wird es aber möglich sein, Politik durch die dafür demokratisch legitimierten Entscheidungsträger rational zu gestalten. Hier kann die Wissenschaft einen wichtigen Beitrag leisten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.